Ist aber zum Glück auch nicht sehr groß. Wahrscheinlich, weil es da hinten gleich wieder runtergehen wird. Sagt, was ihr von mir wollt. Hä? Was denkt ihr euch dabei, einfach in die Gemächer der Herrin zu gehen, als würden sie euch gehören? Ich bin neu eingestellt worden, komme aus Alcatra. Tut mir leid, ich gehe schon. Ich bin nur neu hier. Was ist denn hinter diesen Türen, die ihr bewacht? Ich gehöre zur Kundschaft. Ich bin neu hier. Ihr habt eins der Medaillons von der Lady? Ja, das scheint echt zu sein. Trotzdem habe ich nichts von einem neuen Angestellten gehört. Ich auch nicht. Um sicher zu gehen, sollten wir ihr den Gar ausmachen. Ha. Schwachköpfe, ihr wisst genauso gut wie ich, dass die Lady euch nicht in alle Angelegenheiten einweiht. Tretet zurück. Findet ihr nicht, dass ihr etwas überreagiert? Vielleicht ändert ein wenig Gold eure Meinung. Dann sterbt und Calvina mit euch. Nehmen wir die 1. Nun, ich denke nicht. Genau, jetzt geht zur Seite. Ich möchte die Tür benutzen, die ihr blockiert. Gut, dann lasst mich in Ruhe oder ich werde der Lady sagen, sie soll euch bestrafen. Nehmt die Tür. Hey, angestellt oder nicht, niemand darf außer der Lady darf in ihre Gemächer oder die Gefängniszellen betreten. Verschwindet hier. Ich suche ein Mädchen namens Claire. Wisst ihr, wo sie ist? Die Herrin kümmert sich um sie im Gefängnis. Ihr dürft da nicht rein und jetzt verzieht euch. Wir haben zu tun. Das sind nur Einzelzellen, so wie das aussieht. Ach, hier kommen wir wieder raus. Okay. Nun gut. Hier? Fragt, was immer ihr wünscht. Sind wir in irgendwelchen Privatgemächern gelandet? Scheint so. Natürlich. Hier? Was gibt's Neues? Wer zur Hölle glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Das ist meine Küche. Puff oder nicht? Ich bin stolz auf meine Arbeit. Oh, lass doch diese arme Person in Ruhe, Ellie. Sie ist sicher eine der neuen Personen, die die Fürstin gebracht hat. Es bedeutet einfach nur mehr Arbeit für mich. Gute Frau, ich nehme an, ihr seid die Köchin, auf die alle Wachen ihre Lobgesänge anstimmen. Ich bin offenbar unerwünscht. Ich gehe. Schmeichen wir es mal bei der Köchin ein. Solch üble Schimpfwörter? Ich kann nicht glauben, dass sie so etwas über mich erzählen. Sie haben vor niemand anderem Respekt als vor Gavena, fürchterliche Hexe, die sie ist. Ich nehme mal an, dass ihr weder dem Wachen noch Fürstin Gavena sondern euch zugezahnt seid. Entschuldigung, muss gehen. Ich suche nach einem jungen Mädchen namens Claire. Wisst ihr, wo ich sie finden könnte? Gavena ist sehr böse auf das Mädchen. Sie hat sie ins Verlies gesperrt und während wir hier reden, wird die Kleine mit Sicherheit bestraft. Wenn sie nicht gar schon tot ist. Wie komme ich in dieses Verlies? Ich danke euch für eure Auskünfte. Wir sehen, was ich tun kann. Wir müssen das Mädchen retten. Mit eurer Hilfe könnte ich sie befreien und euch gleich mit dazu. Seid ihr bereit? Wie komme ich in dieses Verlies? Die Wachen werden euch nicht durchlassen und darüber hinaus ist das Verlies noch abgesperrt. Gavena ist auch da, um die Kleine zu bestrafen. Sie mag es ganz und gar nicht, wenn man sie stört. Wer hat den Schlüssel? Reertes, der Wachoffizier, nehme ich an. Vielleicht liegt er aber auch im Gemach der Fürstin, das er bewacht. Ein Nachschlüssel. Er macht mit ihm kurz einen Prozess. Ich weiß nicht, wie ihr an den Schlüssel kommen wollt. Nun danke für eure Auskünfte. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wenn es das ist, was ihr wollt. Was gibt's Neues? Ja, ich nehme an, ihr seid ihr nicht zugetan. Die Annahme ist völlig richtig, aber erzählt bloß Gavena nichts davon. Ich möchte meine Zunge gerne behalten. Ich suche ein Mädchen. Wir müssen sie retten. Ich bin nur eine Köchin. Von welchem Nutzen sollte ich für euch sein? Im Moment von keinem. Fein, jetzt lasst mich in Ruhe. Was ist mit ihr hier? Hallo, Leute. Ich könnte Ärger kriegen, wenn ich mit ihr rede, ja. Ich warte. Gut. Ja, keine große Herausforderung. Sagt, was ihr von mir wollt. Geht mir aus den Augen. Sagt, was ihr von mir wollt. Jetzt macht ihr hier, aber redet es Eindringlinge. Oh! Hi! Mal sehen, geht's Ihnen gut? Spür die Hand der Gerechtigkeit! Mal sehen, wie euch kalter Schaden will. Ruft euch zu auf! Tom ruft euch zu sich! Wehrt euch! Ihr kriegt keine zweite Schuld, und wir wird noch kommen! Dann tut's mir leid, dass ich euch alle über den Jordan schicken musste.
Eine Helebarde plus 1 oder so? Hm? Ne, eine plus 2, ja. Auch gut. Hm, was möchtet ihr? Erzählt mir mehr. So, das ist ihr Gemach, aber. Yoshimo ist bereit. Da bin ich mal lieber vorsichtig. Das ist wieder typisch solche bösen Sklaventreiber. Ich warte. Keine große Herausforderung. Nun gut. So, das war der Schlüssel. Der ist jetzt weg. Ja, fragt nur, was immer ihr wünscht. Aber wir können hier reingehen. Wenn ihr es wollt. So, sie hat einen Magier, also sollten wir aufpassen. Auch wenn das hier ziemlich klein ist. Hm, natürlich. Ich habe keine Lust, mit jemandem wie euch zu reden. Und daher seid ihr zum Tode verurteilt, Claire. Bitte, ich habe euch über Jahre hinweg gedient. Warum könnt ihr mich hier einfach gehen lassen, Schluchz? Oh, die Bestrafung ist schwer und umgehend auszuführen. Ich werde euch genau wie eurem Ehemann Sonic ein Exempel statuieren. Ich denke das. Galvena, wir haben einen Gast. Hm, also. Wer seid ihr, fremde Frau? Wo treibt sich meine nutzlosen Wachen herum? Sie sind indisponiert. Ich muss mit dem Mädchen Claire sprechen. Erlaubt es mir und ich lasse euch am Leben. Lady Galvena, die Tage der Versklavung dieser Kurtisanen sind gezählt. Die geht es am Ende und ihr müsst für Verbrechen bezahlen. Ich glaube, ich habe mich mit dem Zimmer geirrt. Verzeiht, nehmen wir die zwei. Wie frech. Wadek, was haltet ihr davon? Ah, und ganz ist ein weit verbreiteter Wesenszug bei dem Abenteurer Gesocks. Gut gesagt. Ich würde sagen, dass eine Lektion in Sachen Bescheidenheit angebracht wäre. Wadek beginnt mit der Lektion. Mit Vergnügen. Ich warte. Meine Freunde werdet ihr nichts tun. Virtus, ruft euch zu sich. Ja, tut mir leid für euch. Oh, eine Stabschleuder. Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. Tja, ich hätte sicherlich auch irgendwie Wein oder so vergiften können. Größeres Unbehagen. Stabschleuder. Kampfstab plus 2, also nichts Besonderes. Fragt keine große Herausforderung. Hätte sie hier drin noch jemanden gefangen? Nö. Hallo, Leute. Oh, vielen Dank. Sie hat mich fast umgebracht. Hat Sonic euch geschickt? Ich muss ihn finden. Es tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, dass Galvena Sonic hat töten lassen. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich muss mich kurz fassen. Sonic ist von Galvenas gedungenem Mörder umgebracht worden. Kurz bevor er mir mitteilen konnte, wie man den Zugang, wie man Zugang zum Heim bekommt. Ja, sagen wir die Wahrheit. Umgebracht, oh nein. Nein, warum hat sie das getan? Entschuldige, ich hatte schon die Vermutung, dass sie ihn getötet haben könnte, aber ich wollte es mir nicht eingestehen. Er wollte mich herausbringen aus all dem hier doch nun. Es tut mir leid, wisst ihr, wohin ihr gehen könnt? Der Kapitän von Sonics Handelsschiff ist ein rechtschaffener Mann, er wird mich beschützen. Sonics Kapitän? Vielleicht verfügt ihr über die Information, nach der ich suche. Wo kann ich ihn finden? Er ist in der Nähe der Docks. Ich werde euch zu ihm bringen. Kommt. Gut, dann kommen wir hier wieder raus. Hallo, Leute! Captain Gollin? Seid ihr das? Claire, wir haben überall nach euch gesucht, seit Sonic umgebracht wurde. Seid ihr gesund? Wen habt ihr mitgebracht? Mir geht es besser. Galvena hätte mich fast umgebracht, um an mir ein Exempel für die anderen Mädchen zu statuieren. Diese Frau hat mich gerettet. Da stehen wir in eurer Schuld. Vielen Dank, dass ihr Claire gerettet habt. Gibt es irgendetwas, das wir als Gegenleistung tun können? Wenn Sonic noch lebendig wäre, würde er sein Leben anbieten. Wir brauchen keine Belohnung, gute Herr. Talisa muss allerdings einen Weg ins Heim finden. Sonic sollte ihn uns nennen, bevor er umgebracht wurde. In die Zauberfeste? Tja, nun, ich bin nicht sicher, ob ihr überhaupt dorthin wollt. Die Leute, die reingehen, kommen normalerweise nicht wieder raus. Aber wie ich sehe, seid ihr fest entschlossen. Da werde ich euch also sagen, was ich weiß, obwohl es kaum von Nutzen sein wird. Nur zwei Arten von Leuten gehen dort hinein. Verhüllte Magier und verwirrte Leute, deren Verstand besonders geartet ist.
Erzählt mir von den verhüllten Magiern. Hier gibt es nur einen einzigen Repräsentanten der verhüllten Magier und er hat die strenge Disziplin schon längst aufgegeben. Dieser Ort passt nicht dazu. Sein Name ist Perth, der Adept, und anscheinend kann er die Zauberfeste nach Belieben betreten und verlassen. Er benutzt einen Schlüsselstein, um durch die Tore zu kommen, glaube ich. Ihr könnt ihn überzeugen, ihn herauszugeben. Vielleicht muss man ihn bestechen, aber wahrscheinlich wird er euer Treffen mit ihm gewalttätig ausgehen. Was ist mit denen, die als verwirrt eingestuft werden? Wie geschieht das? Nur auf dem Festland müsste man eine höllische magische Störung verursachen. Und wenn man die Vergeltungsmaßnahmen der verhüllten Magier überlebt, wird man vielleicht hierher geschickt. Hier auf der Insel selbst geht das anders zu. Wir kümmern uns nicht um Magie. Disharik benutzt die Zauberfeste für andere Zwecke. Wirft seine Feinde hinein, manchmal auch die Freunde. Außer den Unruhestiftern beherbergt das Heim auch Zauberer und andere mit akut mentalen Störungen. Die können ziemlich gefährlich sein und es ist gut, dass sie eingesperrt sind. Ein bisschen zu viel Salzwasser kann den Verstand schon trüben und es ist nicht ungewöhnlich, dass jemand geistig nachlässt. Disharik ist derjenige, der über die Einweisung entscheidet. Er weist euch als Störung, dann schickt euch Disharik vielleicht hinein. Das wird kein angenehmer Ausflug. Sein Wohnsitz liegt ein gutes Stück westlich von hier, ein großes Gebäude, das sich an die Berge schmiegt. Sagt dem Türsteher, ich hätte euch geschickt. Danke, mehr wollte ich nicht wissen. In Ordnung, ich weiß immer noch nicht, warum ihr dort rein wollt. Ich habe noch mehr Schrei von dort gehört als sonst üblich, aber danke für eure Hilfe. Nun gut. Hallo, Leute! Hallo, tausend Dank, dass ihr mich vor Gavanna gerettet habt. Ich wünschte nur, dass auch Sanic noch leben würde. Ja, darüber weiß ich leider nichts. Rede mit dem Captain. Gut. Hauptmann Gollin meinte, dass ich in die Zauberfeste reinkommen könnte, wenn ich einen Piraten namens Disharik davon überzeuge, dass ich verrückt bin. Er könnte mich als Patient in die Zauberfeste schicken, wenn ihm danach beliebt. Disharik hält sich im äußeren Westen der Insel auf. Wenn ich dorthin gehe, soll ich dem Mann an der Tür sagen, dass Gollin mich geschickt hat. Hauptmann Gollin nannte mir eine Möglichkeit, wie ich mal ins Heim gelangen kann. Perth, der Adept, ein örtlicher Repräsentant der verhüllten Magier, kann offensichtlich die Zauberfeste nach Belieben betreten und verlassen. Gollin meint, der Zauberer besitze einen Stein, der ihm dies ermöglicht und dass ich ihn vielleicht bestechen oder ihm den Stein abnehmen könnte. Fischweib. Ihr seht aus, als wärt ihr ganz in Ordnung. Ja, hier hat sich ein bisschen jetzt was verändert, dadurch, dass wir ein bisschen Ordnung gemacht haben. Auf das Schiff darf ich übrigens immer noch nicht. Ja gut, gehen wir mal zu unserem Freund zum Einweisen lassen. Aua, nee, wir kämpfen erstmal gegen den hier oben. Den haben wir ja immer noch zurückgelassen. Also ja, das haben wir schon mal. Abgeklappert alles. So, da bist du. Das Gute ist heute auf unserer Seite. Deine Buffs müssten eigentlich alle nachgelassen haben. Nur gibt es auf jeden Fall eine Rüstung und schöne Stiefel. Ach, obwohl ich es auch noch unbehagen gewirkt oder was? Jo. Da war der Kerl ziemlich fleißig. Identifizieren. Stiefel der beschleunigten Abreise. Diese Stiefel wurden in längst vergangener Zeit von einer halbelfischen Bannwirkerin gestellt, die von ihren wenigen Freunden Penuel die Seherin genannt wurde. Von ihren vielen verstimmten Kunden aber Penuel der Scharlatan. Sie trieb sich regelmäßig an Cutler, Handelstreff und den anderen Handelszentren Amts herum,
und ging mit ihrem Waren hausieren. Sie bot eine Anzahl von Tränken an, die alles Mögliche bewirkten. Von der Heilung von Warzen an diversen Körperstellen bis zu Liebestränken. Allerdings war sie unglücklicherweise zwar recht geschickt darin, ihre Waren anzupreisen, ihre Fähigkeiten in der Trankherstellung ließen dabei eine Menge zu wünschen übrig, und nach einiger Zeit musste sie die ein oder andere Stadt meiden, um dem verärgerten Mob zu entgehen. Sie beschloss, dass Schutzmaßnahmen ein kluger Gedanke wären, und stellte diese Stiefel her, die sich als ausgesprochen nützlich erwiesen, um faule Früchte und andere wenig appetitliche Geschosse zu vermeiden, die recht häufig in ihre Richtung unterwegs waren. Penuel und ihre Stiefel wurden eines Abends in Naschke getrennt, als sie sich schon zur Nachtruhe zurückgezogen hatte. Einige Kunden gelang es, sie ausfindig zu machen, und sie musste nur mit dem Nachtgewand bekleidet durchs Fenster fliehen. Wenig überraschend wagte sie es nicht, zurückzukommen und die Stiefel zu holen, und man hat sie seither noch nicht wiedergesehen. Dasselbe galt für die Stiefel bis jetzt. Der Träger kann die Macht der Stiefel aktivieren, wann er will. Sie verleihen 20 Sekunden lang einen Bonus plus 6 von plus 6 auf alle Rettungswürfe und verbessern die Rüstungsklasse um 8. Der Träger kann während dieser Zeit jedoch nicht angreifen, keine Zauber wirken, keine Liebesfähigkeiten einsetzen und sich nicht im Schatten verstecken. Also ein Fluchtding für Eri. Und das ist einfach nur eine Lederrüstung plus 2. So, jetzt sind wir aber schon mal die beiden Schriftrollen los. Ich war. Erzählt mir mehr davon. Hallo Simme. Ein wunderschöner Tag.